sind, dann müssen sie ja intelligent sein. Dann werden sie ja besser verstehen, mit uns zu kommunizieren, als auf so eine lächerliche Art und Weise. Das war Frank Drake. Und die sinnlose Suche nach Außerirdischen, habe ich hier gesagt, weil, wie Sie gehört haben, hat er gleich mal 3, 4 Grundannahmen genannt, unter denen die Außerirdischen sich gefälligst bei uns zu melden haben. Also erstens, wer nicht auf dem Mikrowellen, also erstmal, wer nicht genau im Mikrowellenbereich zurückfunkt, ist kein Außerirdischer oder wird zumindest nicht als solcher verzeichnet, denn woanders wird ja nicht gesucht. Es wird ja nur im Mikrowellenbereich gesucht. Und zweitens, und das finde ich eigentlich noch viel unglaublicher, die haben Algorithmen entwickelt und haben gesagt, wenn es eine intelligente Botschaft von Außerirdischen ist, dann muss sie bestimmten Kriterien genügen. Sie muss wiederholbar sein, sie muss also immer wieder kommen, immer wieder auf demselben Frequenzband, sie muss die gleiche Anordnung und Frequenz haben und so weiter und so fort. Das heißt also, wenn die Außerirdischen jetzt so ein bisschen kreativ sind, was man ja annehmen darf, wenn man so diese Formationen sieht, die da in diesen Kreisen da entstehen, dann fallen die schon aus dem menschlichen Suchraster raus, weil die Außerirdischen sich ja gefälligst so zu melden haben wie eine Maschine. Es muss immer schön bup, bup, ja, so und wiederholbar und so weiter. Und drittens, dazu kommt noch, was die Leute bei SETI gar nicht bedacht haben, ist, wir machen jetzt hier auf unserer Erde gerade mal seit ein paar hundert Jahren Physik. Also ich glaube, das Radio ist nicht sehr viel älter als 100, 120, 150 Jahre oder so, als die ersten da Versuche damit gemacht haben, über das elektromagnetische Spektrum Wellen zu schicken und damit zum Beispiel Telegrafen anzusteuern oder auch Fernsehprogramme und so weiter. Nun ist es aber so, dass das Universum riesengroß ist und dass diese Intelligenzen, also selbst unter Annahme der konservativen Parameter, die man so aus der Astrophysik kennt, dass das Leben sich schon Milliarden Jahre vorher entwickelt haben könnte im Universum, Milliarden Jahre vor der Erde. Was wiederum bedeuten könnte, dass die Außerirdischen vielleicht gar keine Lust hätten, auf so einem archaischen Wege mit uns Kontakt aufzunehmen. Im Grunde machen die bei SETI nichts anderes als Rauchzeichen. Stellen Sie sich vor, Sie sitzen auf einem Berg, Sie haben ein Feuer gemacht und da ist eine Decke drüber, ja? Und dann sagen Sie, also wenn es da wirklich Außerbergische gibt, die auf einem anderen Berg sitzen, dann könnten die ja mal ein Rauchzeichen zurückgeben. Naja, dann mache ich jetzt mal 3 Rauchzeichen. Ja, sehe ich irgendwo ein Rauchzeichen, kein Rauchzeichen, keine Außerbergischen. So einfach ist das. So läuft es bei SETI. Aber SETI ist das Vorzeigeprojekt der Mainstream-Wissenschaft, wenn es um die ernsthafte Suche nach außerirdischem Leben geht. Das wird ja auch immer wieder gesagt. Sehen Sie, die bei SETI, die haben jetzt seit 30 Jahren nichts gefunden. Und statt dass man sich da vielleicht mal fragt, ja, könnte das vielleicht irgendwie an der Methodik liegen oder daran, dass die viel zu viele Vorannahmen darüber machen, wie die Außerirdischen mit uns kommunizieren wollten oder sowas, sagen die eben einfach, seit 30 Jahren nichts gefunden, Beweis, keine Außerirdischen. Verstehen Sie, was ich meine? So viel also zu der Sache mit SETI. Und ich will nicht sagen, dass diese Formation in dem Kornfeld außerirdischen Ursprungs sein muss. Ich weiß es nicht. Ich war nicht dabei. Ich habe es nicht untersucht. Und auch die Forscher, die das untersuchen, zum Beispiel Andreas Müller, die Sie gesehen haben, sagen, keine Ahnung, aber so einfach ist es nicht. Frank Drake hat mir dann übrigens später, als der Hauptteil des Interviews schon vorbei war, noch hat er das Foto nochmal zur Hand genommen und gesagt, ja, das ist schon komisch, also die Leute da... Da waren ja ständig Leute in diesem Observatorium da und die haben nichts mitbekommen und niemand wurde gesehen, keine Fußspuren, das ist schon komisch, da haben die sich schon wirklich viel Mühe gemacht, so, also, ja. Aber natürlich, wenn man Gründer eines Projektes ist, das Millionen von US-Dollar in Radioteleskope steckt, um nach Außerirdischen zu suchen, die weit weg sind, in sicherer Entfernung, und dann taucht hier sowas auf unserer Erde auf, direkt vor der Haustür, also direkt vor der Haustür vom Radioteleskop. Und wenn Sie wissen, als der Gründer dieses Projekts, dass da Hunderte von Arbeitsplätzen dran liegen, die ganzen Radioastronomen, diese ganzen Jahre, die seit Generationen daran forschen, selbst wenn Sie der Überzeugung wären, dass das Ding von Außerirdischen ist und dass es die Antwort ist,
Könnten Sie sich's erlauben zu sagen, wir haben es jetzt gefunden, wir können unsere Suche nach außerirdischer Intelligenz einstellen? Dann wäre das ganze Projekt weg. Müsste man ja die ganzen Schüsseln wieder abbauen, ja. So, so viel also nur zu diesen Gedanken. Also, wir wissen nicht, ob es eine Botschaft von Außerirdischen war, aber ich finde, es wäre durchaus angebracht gewesen, da mal ein bisschen mehr darüber nachzuforschen, das überhaupt mal ernsthaft sich anzugucken. Das haben nämlich die Wissenschaftler bei SETI gar nicht gemacht. Wie das mit diesen Sachen so ist, ist hier was passiert im Dezember 2009 in Norwegen, worüber ich jetzt also heute zum ersten Mal was erzählen möchte. Ich habe lange gebraucht, mich durchzuwinden und glaube, dass ich Sachen gefunden habe, die sich lohnen zu erwähnen. Schauen wir doch mal. Das ist da aufgetaucht am 9. Dezember frühmorgens. So früh war es, glaube ich, gar nicht. Es war so gegen 8 Uhr morgens. Über ganz Nordnorwegen, weit im Norden von Norwegen, ist dieses Ding am Himmel aufgetaucht. Tausende Leute haben es gesehen, haben auch Fotos gemacht. Zum Beispiel dieses Foto hier, das ist eine Langzeitaufnahme, das ist wichtig zu erwähnen, dass es eine Langzeitaufnahme ist, weil dieser Radius so groß ist. Sie sehen, es ist auch eine Langzeitaufnahme hier an den Lichtern, dass die so hell überstrahlt sind. Und sehen Sie also auch riesengroß. Also unfassbar einfach. Man steht morgens auf in Norwegen und dann sieht man auf einmal so ein Zeichen, wirkt fast wie die Botschaft der, so jetzt kommen sie bald, ja, so, wer weiß, was das ist, wir wissen es nicht. Das hat natürlich nicht nur die Leute in Norwegen beschäftigt, sondern es hat überhaupt sehr viele Leute beschäftigt und wie gesagt, die haben Fotos gemacht, hier nochmal die schönsten, schauen Sie sich das mal an, diese Spirale hier und dann dieses merkwürdige Ding, was ist das hier? Das scheint auch hier von irgendwo zu kommen. Sehen Sie das? Sieht äußerst merkwürdig aus. Auch hier fotografiert aus einem völlig anderen Winkel. Was mich immer fasziniert ist, wie klar abgetrennt hier diese einzelnen Arme dieser Spirale sind. Also, dass Sie wirklich, Sie können hier 1, 2, 3, 4, 5 Ringe hier mitverfolgen und hier sind es, glaube ich, bis zu 10. Also, unglaublich. Oder schauen Sie sich mal das an. Was könnte das wohl gewesen sein? Und wir haben bei Exopolitik nichts darüber veröffentlicht, weil wir es einfach nicht wussten. Wir hatten keine Ahnung. Wir haben unsere Fühler ausgestreckt, so nach Norwegen und haben sie mal so rumgefragt. Und hier war das, ne? Hier oben sehen Sie, hier oben ist Tromsø, das ist Norwegen, also hier unten ist Finnland, hier ist Schweden. Hier unten ist Deutschland irgendwo, ne? Und hier ist Italien. Und hier oben, hier in diesem Bereich, haben die Leute dieses Ding gesehen. Sehen Sie auch mal hier diesen, sehen Sie das, wie hier dann in dem einen Video ist es aufgetaucht. Da ist dann so ein dunkler Fleck im Zentrum aufgetaucht. Der wurde dann immer größer und verschwand dann und so. Sehr merkwürdig. Auch hier unten sehen Sie es nochmal. Das Foto ist übrigens wichtig, denn hier sieht man ganz klar, dass es ein, das ist verwackelt, dieses Foto. Das kann man jetzt vielleicht im Scheinwerferlicht nicht so gut erkennen. Es ist verwackelt. Und trotzdem sehen Sie so viele Spiralarme. Also dieses hier ist jedenfalls keine besonders lange Aufnahme. Ja. Die Antwort kam dann aber auch sehr schnell. Einen Tag später schon war es den aufmerksamen und vernünftig denkenden Zeitungslesern klar. Ja, das war die russische Marine. Ein missglückter Raketentest sei dafür verantwortlich gewesen und das hat mich dann auch erstmal überzeugt. Also ich habe auch mit dem Astrophysiker Illobrand von Ludwiger darüber geredet, ausführlich, und er hat gesagt, ja, das kennt man so von Raketentests. Der hat ja auch selber Raketentests in der Wüste von Australien gemacht und weiß also, dass sowas von Raketentests kommen kann. Und dann habe ich mich näher damit beschäftigt, wie kommt denn so eine Spirale dazu zustande und so. Und es geht also hier aus diesen Artikeln hervor, es handelt sich um einen russischen Militärtest von einer interkontinentalen Rakete, die von einem U-Boot abgeschossen wurde, von einem U-Boot ausgestartet wurde. Und zwar handelt es sich dabei
um eine Bulat.